Hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Tag. Ich sitze hier schon wieder vor dem gleichen Hintergrund in den gleichen Klamotten, aber heute muss ich mal den Mittagsschlaf meiner Tochter nutzen und dachte, ich drehe heute das Video zu meinem Tattoo. Ja, auf Instagram wisst ihr schon, ich werde mir ein Tattoo stechen lassen und ich habe lang überlegt, was es denn sein soll. Und wie und wo und all die Fragen, die man halt eben so hat. Denn ein Tattoo ist natürlich auch was ganz Besonderes. Es ist natürlich etwas, was ja, lange oder für immer auf der Haut bleibt. Sehr, sehr schwer wieder wegzubekommen. Und dementsprechend ja, muss man sich natürlich ganz, ganz sicher sein. Es stand für mich von Anfang an fest, dass es auf jeden Fall ein Tattoo für meine Tochter wird. Beziehungsweise war es auch der Grund für ein Tattoo, nämlich meine Tochter einfach unter der Haut zu verewigen. Und genau, da habe ich mich jetzt dann dazu entschieden, mir ein Tattoo für meine kleine Maus zu stechen. Fangen wir an. Ich fand es aber langweilig, mir einfach nur den Namen zu tätowieren, weil ich finde, das macht irgendwie jeder. Und ich finde, ja, ich fand es irgendwie langweilig. Ich wollte irgendwas Außergewöhnliches. Ihr kennt mich ja, ich bin da sehr außergewöhnlich und kreativ und wollte deswegen etwas ganz Besonderes haben. Ich habe dann auch überlegt, okay, wie machst du das, wenn du weitere Kinder bekommst? Möchtest du dann für jedes Kind ein neues Tattoo oder möchtest du etwas, was man eventuell sogar erweitern kann oder was man mit jedem Kind halt ja, weiterführen kann? Und das war für mich dann relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall ein Tattoo haben möchte, was ich erweitern kann. Das heißt zum Beispiel einfach, dass ich mit jedem Kind etwas Neues dazu tätowieren lassen kann. Oder etwas, ja, einfach das Tattoo erweitern kann sozusagen. Weil ich nicht für jedes Kind an irgendeiner anderen Körperstelle ein extra Tattoo haben wollte. Ich wollte nicht so vollgeknallt sein und ja, überall die Namen stehen haben zum Beispiel. Das war einfach nicht meins und das wollte ich nicht. Und dementsprechend habe ich mir ausgesucht, dass ich mir eine Person, nämlich mich, von hinten mit Lia an der Hand auf dem Rücken tätowieren lasse. Und dann, dass jedes weitere Kind sozusagen an Lias Hand ja, so lang läuft sozusagen. Und wieso der Rücken erstmal? Weil natürlich man nicht weiß, wie viele Kinder bekommen wir. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf meinen Arm hätte machen wollen, dann hätte ich nachher irgendwie so einen Kreis hier drumherum, weil ich so viele Kinder kriege. Das weiß ja niemand und ich möchte mir das auch komplett offen lassen. Das Leben ist lang und man lebt nur einmal. Und dementsprechend wollten wir uns da kein Limit setzen. Und ja, das wäre irgendwie komisch, wenn ich dann hier so einen Kreis habe mit Kindern oder so. Und deswegen habe ich halt auf dem Rücken, da hat man schön viel Platz, da können einige Kinder kommen. Und deswegen habe ich mich dafür den Rücken erstmal entschieden. Dann stand das erstmal und ich dachte, okay, jetzt muss da noch ein Tätowierer finden. Und ich habe schon vor einem halben Jahr ungefähr angefangen, da stand das so ungefähr alles. Und ich dachte, ja, ich möchte nicht dieses typische Tattoo, dass man einfach so sieht, okay, das ist ein Tattoo, breit, schwarz und ich wollte etwas Außergewöhnliches, was Feminines, was Weibliches, was Filigranes, was ganz Feines mit so ein bisschen Farbe und habe dann gegoogelt und nie den richtigen Tätowierer gefunden. Also mir hat irgendwie immer die Art nicht gefallen, es muss ja auch hier irgendwo in der Nähe sein und dann habe ich einen Tätowierer angesprochen in Hamburg. Hab dann mit dem auch so ein bisschen gequatscht und der meinte dann von Anfang an, deine Ideen sind völlig unrealistisch. Das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Mach ich nicht, fertig. So, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass diese Person mich einfach nicht tätowieren wollte, weil der Tätowierer mich von Instagram kannte und da ein kleiner Konflikt irgendwie war. Näher möchte ich da nicht drauf eingehen, aber es war einfach durch eine Freundin vom Tätowierer, eine ganz verzwickte Version, eine verzwickte Situation. Und genau, dann war mir da aber auch völlig egal. Ich habe dann gesagt, okay, dann eben nicht. Und habe dann die Suche erstmal so weit aufgegeben. Und jetzt vor kurzem fing es wieder an. Ich habe gesagt, okay, ich möchte unbedingt ein Tattoo. Und möchte unbedingt Lia eben verewigen. Und habe dann nochmal gegoogelt nach Tätowierern und ich habe so lange gegoogelt bei Google, bis ich endlich ein nagelneues Tattoo-Studio in unserer Nähe gefunden habe. Die haben ganz frisch aufgemacht und das wird komplett von Frauen geleitet und ich dachte,
Perfekt. Genau das wollte ich. Ganz feine Linien, ganz weiblich, total schön, total fein, alles richtig toll. Die machen so klasse Arbeit. Ich bin so begeistert. Und auch mit so ein bisschen Farbe drin und alles. Also genau das, was ich haben wollte. Genau das. Ich habe auf Instagram geschaut und dachte nur, wow, das ist mein Tätowierer, beziehungsweise mein Tätowiererin. Das ist nämlich eine Frau, wie gesagt. Ja, das sind nämlich, glaube ich, drei Mädels, die das dann ja jetzt ganz neu gestartet haben. Und ich bin, wie gesagt, total begeistert. Hab dann auch relativ schnell einen Beratungstermin bekommen. Der war jetzt vor 2 Tagen, wo ich das Video drehe. Und ja, was soll ich sagen? Meine kompletten Ideen wurden einmal komplett über den Haufen geworfen, weil auch sie sagte, es sei machbar. Natürlich können wir eine Person von hinten malen und die Kinder können sich immer in die Hand fassen. Das Problem dabei ist, wenn wir uns nach dem dritten Kind sagen, wir möchten keins mehr oder es kommt einfach keins mehr, dann wird es bei dem letzten Kind immer so eine offene Schulter geben, sozusagen, oder eine offene Hand, weil man die Tattoos immer so machen müsste, dass ja das Kind nachher an die Hand von dem anderen Kind kommt. Das heißt, man müsste sozusagen immer hier so ein Loch lassen. Wisst ihr, was ich meine? Dass die Kinder sich halt eben so an die Hand fassen und damit nicht Streifen über Streifen nachher sind, müsste man halt immer so ein Loch lassen, damit das nächste Kind dann sozusagen so anfassen kann. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Weil sonst wird nachher halt Hand über Hand so, das sieht halt nicht gut aus. Und da meinte sie halt, das würde halt nur Sinn machen, wenn man zum Beispiel schon sehr alt ist und alle Kinder stehen, also alle Kinder sind schon da. Oder man weiß halt fest ganz genau, wie viele Kinder man haben möchte. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, ne, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es 5, 6, 3, 2, wer weiß, vielleicht bin ich ja auch ein Einzelkind. Und deswegen hat sie gesagt, ist das schwierig. Außerdem ist es schwierig, Personen zu zeichnen, weil man sich ja auch im Laufe des Lebens verändert. Zum Beispiel habe ich jetzt sehr lange Haare, hat sie gesagt. Und vielleicht habe ich irgendwann Lust, so wie ich ja sogar vorhabe, vielleicht möchte ich irgendwann einen Bob haben. Vielleicht schneide ich mir irgendwann meine Haare ab. Und dann sehe ich halt nicht mehr so aus wie die Person auf meinem Rücken sozusagen. Und deswegen fiel das für mich auch raus. Eine wildfremde Person sozusagen fiel für mich auch raus, weil ich möchte keine einfach eine Frau auf meinem Rücken haben, sondern ich möchte, wenn dann mich auf dem Rücken haben. Und das wird ja auch alles nach Foto gemacht, dann meinte sie zu mir. Und dementsprechend, ja, fiel das komplett weg. Und der ganze Plan, den ich mir schon bestimmt ein halbes Jahr gemacht habe, war einfach nichtig. Innerhalb von 5 Minuten. Und dann standen wir da oder saßen wir da und dachten, okay, wie könnte man das machen? Ich habe ihr halt erzählt, ich möchte unbedingt ein Tattoo, was man halt erweitern kann und nicht irgendwie tausende Namen nachher auf meinem ganzen Körper verteilt. Und dann hat sie erzählt von ganz vielen Kunden, die das auch machen, zum Beispiel mit Familienangehörigen hat jetzt zum Beispiel eine Kundin von ihr hier ganz viele Sterne hingemacht und für jedes Mitglied eben einen Stern und für tote Mitglieder eine Sternschnuppe. Und genau, das halt, hat sie zum Beispiel dann vorgeschlagen. Oder man könnte zum Beispiel auch irgendwie für jedes Kind eine Blume auf dem Arm malen oder sowas. Und da habe ich auch gesagt, na, das ist mir alles zu weit hergeholt. Finde ich irgendwie nicht so passend. Und deswegen, ja, haben wir dann überlegt und ich hatte so eine maritime Jacke an. Und sie meinte zu mir, ja, vielleicht wäre ja irgendwie was Maritimes etwas, vielleicht verbinden wir das Ganze mit einem Tier und wir machen einfach eine große Möwe und eine kleine Möwe und für jedes Kind kommt dann eine kleine Möwe dazu sozusagen. Und das Ganze macht sie dann aber auch nicht so typisch möwenartig, sondern kleine Plüschbälle für kleine Löwenbabys, Möwenbabys. Ja, einfach so ganz niedlich und eben so in deren Stil einfach. Und ich war total angetan von der Idee. Ich dachte, ja, das passt irgendwie total gut, weil wir wirklich sehr mit Meer und Wasser und Maritim sind wir wirklich sehr verbunden. Und ich dachte, das passt, das ist total schön. Und ja, sie hat es dann aufgezeichnet alles, einfach so in der Hand, einfach so raus. Innerhalb von 2 Minuten oder 2 Sekunden stand dieses Tattoo da. Und ich war wirklich sehr überzeugt und habe sie dann gefragt, ob man eventuell noch ein bisschen Farbe reinmachen könnte. Und dann hat sie gesagt, ja, wir könnten zum Beispiel die Schneebe so ein bisschen mit Farbe machen oder so einen kleinen Farbkleckser irgendwie auf die Federn oder so. Und sie wird es auch ganz fein machen, also dass man die Federn wirklich sieht. Und
Ja, einfach richtig, richtig schön. Also ihre kleine 2-Sekunden-Zeichnung sah schon so toll aus. Und ja, dann habe ich mich eigentlich dazu entschieden, beziehungsweise habe ich mir das jetzt offen gelassen, aber da sie so viele Anfragen haben bei ihrem Tattoo-Studio, haben wir einen fixen Termin gewählt. Und zwar ist der im November. Und bis November kann ich mich jetzt noch umentscheiden. Also das ist ja natürlich noch nicht fix oder so, sondern ich kann mich da auch noch umentscheiden. Wir haben aber halt schon den Termin gemacht, weil sie halt so viele Anfragen hat und sie hat gesagt, nächste Woche könnte ich schon komplett für das ganze Jahr ausgebucht sein. Und dementsprechend haben wir den Termin fix gemacht. Ich kann aber auch noch eine Woche vorher absagen. Zum Beispiel, wenn wir bis dahin noch stillen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Eben das Tätowieren im Stillen ist natürlich nicht so schön, also raten viele von ab. Und dementsprechend, ja, wenn wir dann noch stillen, werde ich den Termin auf jeden Fall absagen. Ich habe eine Anzahlung getätigt und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den Termin beziehungsweise aufs Abstillen. Ja, also der Termin steht halt und mein Tattoo steht und der Ort steht. Es kommt nämlich trotzdem auf den Rücken, weil ich mir das einfach am perfektesten vorstellen kann. Ja, nun habe ich also Zeit bis November, mich ja, zu entscheiden endgültig und natürlich auch abzustillen. Ich glaube, ihr hört, dass die Kleine jetzt aus dem Mittagsschlaf wach ist. Deswegen würde ich mich jetzt auch gern verabschieden. Ich wollte euch nur einmal kurz updaten und sage euch natürlich Bescheid, sobald ja, das Tattoo natürlich gestochen wird. Also ihr erfahrt da alles. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!